Haut ab, Scheißkamera, ihr Nazis. Das rufen diese Männer unserem Team zu, als wir im Görlitzer Park filmen. Sie sagen uns nichts anderes als, das ist unser Park. Polizeipräsenz gleich null und nada. Null-Toleranz-Politik, wie vom Innensenator gefordert, ist für die Polizei im Görli zurzeit nicht möglich. Der Grund? Zu wenig Personal und fast keine Strafen für Drogendealer, klagt man bei der Gewerkschaft der Polizei, wie dieser Beamte, der nicht erkennbar sein möchte. Faktisch ist es so, dass die, die festgenommen werden, meist nach der Personalienfeststellung wieder entlassen werden. Und da kann die Polizei hier im Görlitzer Park oder auch anderswo noch so gut arbeiten, wie sie möchte, wenn anschließend von der Justiz keine Maßnahmen ergriffen werden. Schwache Justiz, keine Dauerstreife. Es wirkt, als gebe die Polizei den Görli auf. Die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg will sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und mehr Beamte fordern. Oder vielleicht doch? Das sind ja Tausende von sogenannten Mannstunden, die tatsächlich alleine im Görlitzer Park angefallen sind. Und das kann man, glaube ich, ohne dass man gleich mehr Polizei fordert, sinnvoller letztendlich die Leute einsetzen. Und wir versprechen uns relativ viel von einer dauerhaften Präsenz und dann sicherlich auch kombiniert im Görlitzer Park mit dem Parkmanagement. Kommende Woche soll der neue Manager für den Görlitzer Park offiziell vorgestellt werden. An seiner Einstellung und einem Konzept für den Park haben Anwohnerinitiativen mitgearbeitet. Alle Beteiligten sollen einbezogen werden. Das wäre gut, wenn Parkläufer unterwegs sind, also Menschen, die auf die Einhaltung von Regeln achten, die also ständig präsent sind. Ein zweites Modul ist eine soziale Unterstützung, zum Beispiel für Menschen, die aus dem Drogenhandel aussteigen wollen. Die bisherige Herangehensweise an die Probleme im Park finden einige Kreuzberger jedenfalls überdenkenswert. Polizeipräsenz hatten wir ja jetzt mit dem Henkel die ganze, im Prinzip das letzte Jahr verstärkt. Aber das war ja so eine Lachnummer. Die fahren dann rum mit ihrem Wagen, dann rennen alle weg. Und dann schreiben sie ein Protokoll oder so, ich weiß nicht genau. Also es hat jetzt, glaube ich, nichts verändert. Polizeipräsenz also ja, aber nicht wie bei den üblichen Razzien. Mit Blick auf die Sicherheit im Görlitzer Park und auf die gesamte Stadt fordern Polizeigewerkschafter jedoch vehement mehr Personal. Die Belastung der Kollegen sei unerträglich. Es ist tatsächlich so, dass die sagen, du, ich war jetzt seit 8 Wochen kein Wochenende zu Hause. Das heißt also, soziale Kontakte mit normalen Menschen, in Anführungszeichen, die nicht im Schichtdienst arbeiten, finden sehr wenig statt. Der Polizeipräsident bekommt sogar schon Post von den Ehefrauen der Polizisten, die ihren Mann lange Zeit kaum zu Gesicht bekommen haben.